Yo, und was geht? Herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist bei einer weiteren Folge von Sleeping Dogs. Und wir sind direkt schon auf einer Mission. Wer hätte es gedacht? Wir haben hier immer Missionen. Wir haben ja immer was zu tun bei Sleeping Dogs. Wir sind bei dem Bum-Bum Club angekommen und die Mission heißt Der neue Boss. Winston's gone. Right now, we gotta stick together. We just can't let the 18K get away with this. What makes you so sure it was 18K? We all saw them. They were definitely 18K. Even stupid Jackie knows that. You ever think maybe they were just trying to look like 18K? Look, we've had a few skirmishes with them lately, but nothing major. It doesn't make sense that they would do something this big. Man. So who do you think it was? I don't know, but I'm gonna find out. And who the fuck are you? I'm here for Mr. Lee. I take it you've heard of Big Smile Lee. He's another Sun On Yi boss, Redpole, just like Winston. Okay, what can we do for Mr. Lee? He has decided that for the time being, you may continue your operations in this area. But the percentage previously paid to Winston will now go to Mr. Lee. That's an interesting proposition. But I have a counteroffer from Mr. Lee. I'd appreciate if you relay this back to him, word for word. Can you do that? You tell Mr. Lee that his people stay the fuck out of our territory, and in return, we'll let him live. I don't think he'll find that offer to his liking. I think you'll find that I don't give a fuck. You see our guest out, make sure he doesn't get lost. You'll regret this. I promise you that. What? Ja, ich glaube, wir haben es sehr bereut. Zu ihrem Team gehen. Okay, das machen wir gleich. Wir müssen natürlich erstmal einen Tresor öffnen. Diese Schießerei da in dem anderen Raum, das ist sowas von Nebensache. Wir brauchen erstmal die Truhe. Die Truhe ist erstmal wichtiger. Scheiße. Ach, Kacke, jetzt bin ich schon wieder durchgerollt. Einmal durchgerollt. 18. Was wird die nächste Zahl sein? 15? Aha, 23, sehr gut. Na? Ja, perfekt. Safe ist geöffnet. Entdeckte North Point, Kleidung gefunden. Naja, ich hätte gerne lieber eine Trophäe gehabt. Oh, shit. Wo ziehe ich nochmal? Oh fuck, der Revolver ist geil. Puh, aber wir haben echt viel Leben verloren. Was sollte das denn? Was ist das denn jetzt hier für ein... Was macht er denn jetzt für Moves hier? Der ist ja noch gar nicht richtig auf dem Boden. Was macht er denn für Moves hier? Oh, Schnauze. Boah, die Waffe ist nice. Die Waffe ist echt nice. So, erstmal durchs Fenster geschossen. Bleib mal liegen. Ja, das ist ja eine richtig gute Deckung, die du gehabt hattest. Wo ist denn noch einer von euch? Aha. Sehr gut. Kopfschuss. Fuck, nachladen. Vordereingang überprüfen. Wie sind die denn eigentlich alle hier reingekommen? Das gibt's ja gar nicht. So, den Bum-Bum Club, den kennen wir ja eigentlich schon. Einer nach dem anderen hier. Boah, wir haben nicht mehr viel Leben. Aber sie füllen sich ja immer wieder auf. Das ist schon mal sehr gut. Moin. Hast du alles gesäubert? Sehr gut. What the fuck, Alter. Eine ganze fette Schießerei hier. Die nehmen ja wirklich alles und jeden auseinander. Jackie, get the car! Get the car! Jetzt muss ich hier den Rest wieder erledigen. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo ein Auto sprengen können.
Aber die Knarre ist nice. Bam. Headshot. Knarre ist echt richtig nice. Er hätte nicht kommen sollen. Oh shit. Ponytail schnappen. Beifahrer zielen. S mit Lehnen. Sieht sich aus dem Fenster. S Lehne. Nee, was? Nein! Och. Mann, immer verdrücke ich mich. Ach so, es soll das gemeint sein. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Schnauze! Weg mit euch! Oha, richtige Baller-Action hier. Oh, weg mit euch! Man sollte nie auf Fenster gucken. Na, jetzt treffe ich dich nicht. Aber geile Mission. Sehr geile Mission. So, und ich krieg jetzt ja auch noch. Hab ich eigentlich die Messposition? Nee, nicht ganz. Oh, scheiße, das Auto fällt schon. Nice Animation. Geil. Ist das auch noch einer von denen? Oh, das ist schon mal. Sehr gut. Jetzt stark beschädigt. Ja, ich weiß. Leider ja. Leider wird das Auto wirklich sehr stark beschädigt. Chaka! Oh, Kacke. Arschkarte. What the fuck? Also der Kerl ist ja wirklich übergeschnappt. Ponytail schnappen. Aber wir haben doch die ganze Zeit eine Waffe gehabt. Ja, für den Gesundheitsschrei habe ich jetzt leider keine Zeit. Sonst hätte ich mir den wirklich richtig eingenommen. Oha, wie soll ich den denn schaffen? Nice. So, der Ponytail wird sich jetzt erstmal geschnappt. Der heißt ja nicht umsonst Ponytail, weil der so einen langen Schwanz da hinten hat. Also wortwörtlich Haarverlängerung. Shit, wie soll ich das denn schaffen? Aha. Ja, der schafft alles. Einfach nur immer hinterher. Boah, das kennt man doch hier. Ist das nicht von der ersten Folge gewesen, wo wir hier hergelaufen sind? Kann schon fast sein. Da wurden wir doch dann in eine Falle reingeraten. Und da sind wir in eine Falle reingeraten. Das ist doch hier gewesen, glaube ich, meine ich, oder? Jawohl. Oh shit, jetzt kämpfen. Are you done? Oh shit. F muss ich auch noch drücken. Yo. I'm gonna break your face. Ponytail, du wirst nicht mehr überleben hier. So, immer wenn er angreift, muss ich am besten kontern. Ja, oder so. Oder so. So ist noch geiler. Bam! Tell your boss, stay the fuck out of my territory. Fuck you, ey. Wow. Okay, jetzt ist es noch nicht vorbei. Damn it! Die Cops. Von den Kopf entkommen. Oh ja, aber ganz schnell. Schade.
Wir haben ihn noch nicht überführen können. Wir müssen aber von den Cops abhauen, schnell. In die Limousine. Who the fuck are you guys? Change your tone, Shen. Miss Yang is a red pole. And she just saved your life. Miss Yang? Broken Nose Yang? My apologies, Madame Red Pole. Auf einmal ganz viele Fremden, ne? So why'd you bring me out here? I have heard a lot about you, Wei Shen. I will get to the point. You must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone. That's what everyone tells me. Roland Ho said I'd need other bosses to support me. Indeed. Nah, I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital, there's much uncertainty in the Sun Anyi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We will need to elect a new chairman quickly. You, for instance. Ah, Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun Anyi. Why continue to force girls into prostitution and pornography when there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money? I have very different ideas about our future. I want to take the Sun Anyi forward, but it would be unwise even for me to stand against Big Smile Lee unaided. Which brings me to you. Nah, we both appear to have the same problem, Wei Shen. And the opportunity to benefit if we work together. So it seems. I have my own reasons for hating Big Smile Lee's operation. Now, if you stand against him, you can count on me. Good. We will talk soon. 走透了哈, Wei Shen. Okay. Gut, dann haben wir wahrscheinlich unsere weitere Unterstützung hier, diesen Sun Anyi, Big Smiley, oder ja, ich glaube, der heißt so und der ist von den One Anyis oder keine Ahnung. Also diese Namen werde ich mir auf jeden Fall nicht mehr merken können. 5000 Cash haben wir auch, aber wir haben auf jeden Fall eine Unterstützung schon mal, das ist sehr gut. Irgendein Wichser namens Ned zockt mich im Top-Glamour ab. Brauche Hilfe. Wir sind auf der Stelle direkt zu dir. Ich brauche jetzt aber erstmal einen fahrbaren Untersatz. Ah ja, super. So, auf geht's, ab geht's zur nächsten Mission. Ich bin gespannt, was unser Kumpel hier von uns will. Hey, man. Wait, you won't believe what those assholes did. Who? Those guys at Top Glamour, they're fucking with me. I brought them another load of watches. They were supposed to give me 200,000 for them. Instead, they give me this hunk of shit. I don't even know how to ride this thing. I had to push it here. Calm down. Give me the bike. I'll get you your money. What are you gonna do? Same thing I always do, Jackie. Dafür sind doch gute Kumpels da. Motorarbeit, Top Glamours Imports abliefern. Das werden wir machen. Wir helfen natürlich auch den Kumpels, wo lang jetzt auch immer ich gefahren bin. Okay, ich glaube, wir sollten mal die richtige Richtung gehen. Okay, das Motorrad kriegen sie auf jeden Fall zurück und wir brauchen die Uhren wieder. Ja, ich glaube, das kommt mir bekannt vor hier. Ehre. Zu Werft gehen. Was auch immer das ist. Containerland. Containerland sage ich. Containerhafen. Containerland. That's not this fucking guy. What do you want? My friend Jackie tells me you owe him some money. You're sitting on it. And where'd you get off strong-arming me, huh? I know you're a cop. And I know you're a snitch. You want to see who your boys kill first? Fuck you. Kill him! Kill him! Warum wusste ich das? Warum wusste ich das? Gepanzerten Lieferwagen einholen. What the fuck?
Ja, ich bin ja noch nicht mal so schnell mit dem... Ja, das kann ja schon eine Mission werden. Ja, dann lass ihn entkommen. Ich bin jetzt nicht der einzige wahre Profi hier mit dem Roller oder mit der Maschine hier. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ness entkommt, ja. Was soll ich denn hier machen jetzt? Ich muss dich ja verfolgen. Ja, okay, habe ich zu spät gesehen. Die Rampe habe ich leider zu spät gesehen. Benzintank sprengen. Ja, das war mir auch schon wieder klar. Ich komme einfach mit dieser Steuerung nicht klar. Aha. So wollen die das also. Okay, weiß ich Bescheid. Sehr gut. Ah, super. Toll, das war jetzt nicht so gut. Ich muss nur über die Rampe. Mehr brauche ich nicht. Ja, am besten auch gut über die Rampe. Den da. Brauchen wir nicht rein so. Boah, die haben jetzt alle einen Hörschaden. Jetzt gibt's kein Entkommen mehr für dich. That's it, asshole. Come on, fuckers. Wo noch? Legen Sie Nest in einen Kofferraum. Aber dafür muss ich die Triaden ja. Ey! Der hat sich einfach losgerissen. Hat er sich einfach losgerissen, der Arsch. Ab mit dem Kofferraum, da wo du reingehörst. Ja, ja, deine Jungs, das interessiert mich nicht. So, Abfahrt. Raus aus dem Bunker hier. Nein! Oh Mann, warum steigt der denn schon wieder auf, der Trottel? Ja, überfahrt mich. Jetzt bin ich schon wieder tot. Nee, ich hab da keinen Bock mehr drauf. So, wir sind geflohen. 18k abschütteln. Also ich habe gedacht, 18k steht für 18.000 Cash, aber okay. Ja, super. Jetzt haben wir ihn. Sehr geil. Inspektor Tang anrufen. Der Inspektor wird angerufen. Kontakte. Tang. Inspector, I have one of your informants in the trunk of my car. What? Yeah, he needs to disappear right now. So either you make him disappear or I will. Bring him over. Aha. Ness zur Undercover-Zentrale fahren. Ja, dann gehen wir hier einen kleinen Umweg. Durch den Basketballplatz. Den kennen wir ja auch sehr gut. Da habe ich 30.000 Missionen gebraucht. Aber wir werden uns jetzt erstmal zum Punkt hinbegeben. So, auf in die Zentrale. Da warten sie schon auf uns. Ja, so schon mal gar nicht. Man sollte auch, wenn meine Garage hat, richtig einpacken. Did we stop? Let me out of here! I fucking shit myself! Fucker! Hey, let me out of here, you fucker! My people are gonna cut you into pieces, you hear me? Hey, you hear me, you fucker! Here's your guy. Hope you still want him. But I don't want this coming back to bite me in the ass. I'll take care of it. Where he's going, he won't be in a position to tell anyone anything. Hey, I can hear you! What the fuck are you doing out there? Open the fucking trunk, will you? Hey, show the lady some respect. Yo, der hat wahrscheinlich sehr gut gesessen. Kopferfahrung, Stufe Nummer 4. Triade-Erfahrung, Stufe Nummer 5. Das haben wir doch schon mal gut, aber wir haben leider keine weitere Erfahrung dabei, also dass wir das auch leveln können. Und 60.000 Cash, das leckt sich doch gut. Leckt sich doch gut. Okay. Ja gut. Oh, wir haben eine grüne Mission, eine blaue Mission.
dann würde ich sagen, wir werden in der nächsten Folge dann die blaue Mission antreten. Ich freue mich schon mal darauf. Wenn ihr dann natürlich auch wieder am Start seid, würde mich natürlich sehr unterstützen. Auch ein Daumen nach oben würde mich auch sehr gut unterstützen. Gerne auch abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Also es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Videos kommen. Natürlich auch Livestreams, die sind im Moment jetzt nicht so geplant. Am besten immer Videos. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder am Start seid. Haut rein, euer Moreno.